Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, People Canyon Crossing. Ja, ich wünsche mal allen schönen Ostersonntag. Und falls morgen auch schön Ostermontag keiner reinschaut. Ja, ich bin hier zum Einkauf. Gestern haben wir noch Verkauf, heute kaufen wir einen. Das war Kalk. Kalk, das war gleich ordentlich, ne? Streusalz, Schweinefutter, Saatgut, Kalk. Ja, gleich einen ganzen Schwung. Ich werde dann noch vor Ort ein Silo aufbauen und kaufen, hinstellen und dort einlagern und bei dann können wir beim Kalken eben einen Nachschub holen lassen. Ne? So, es kann sein, dass wir so viel haben. Ich weiß es nicht. Haben wir auch so stehen, so Big Packs, ne? Hm. Metall. Wir brauchen jetzt Big Packs. Euro Paletten, Flüssigkeitsteil. Big Packs Paletten. Big Pack. Big Pack ans. Kriegen wir sogar mehr rauf. Als die Paletten. Das können wir wegmachen. Schade. Ja, mit der Mühle, das klappt nicht so richtig. Das. Ja, wahrscheinlich muss ich das im Spielstand tiefer setzen, aber es kriege ich nicht hin, das haben wir noch nie gemacht. Variante 2 wäre eigentlich die andere Variante, dass ich praktisch mir auf Verteilen einstelle, kostet zwar ein bisschen Geld, aber da ja die Mengen eh nicht so recht groß sind, muss es immer klappen, ne? Sonst produzieren die irgendwann nicht mehr, das ist schlecht. Also auf Dauer, ne? Und dann können wir den Rest auch Dünger mitnehmen zur Not. Aber eigentlich wollte ich jetzt Kalk mitnehmen. Also ganz wichtig. So. Ja, nehmen wir Dünger mit hier, den Rest, das geht auch. Da haben wir die voll. So, fahren wir zurück. Dann Düngersteuer entleeren und dann gut vom Kalksteuer und dann vorne Gewicht dran. Also schwenkt so komisch, doch ja. Vielleicht muss ich da ein bisschen größeres Gewicht haben. Größer, schwerer, mehr Gewicht. Kann sein. Oh, Lenk macht's heute genauso wie immer. Funktioniert nicht. Ja, also nicht so wie soll. Na gut, heute wird's gehen. Vielleicht, weil ich aus dem Bildschirm rausgekommen bin, das kann auch sein. Das alte Leiden von früher mit dem G2 noch was. Also wenn ich jetzt mal in Zukunft ein Lenkrad kaufen würde, würde ich mir eher eine andere Marke kaufen. Völlig wurscht. Aber aktuell, wenn es nicht kaputt ist, brauchen wir nicht neu kaufen. Ist ja halt mal so. Ja. Auf jeden Fall, wenn das neue Feld muss gekauft werden. Und bei den nächsten sind ja noch nicht so weit mit der Ernte. Ja, die Performance ist schon ein bisschen, naja, lässt zu wünschen übrig. Naja, ungern würde ich die Leistung unterschrauben. Aber wenn es nicht anders geht. Also zurzeit fahren keine Fahrzeuge nebenbei, ne? Also von daher sollte es eigentlich keine Probleme geben mit der Berechnung. Was ich noch machen müsste, die Produktion Zement müsste ich wieder in Betrieb nehmen und die anderen auch gleich. Und die auffüllen.
Das können wir gleich machen, sobald wir Kalk abgeliefert haben. So. Ja, dann müsst ihr noch gucken, wegen Fahrzeug, wo wir unsere Hasen wegbringen können, ne? Und für sowas haben. Guck, hier wieder voll. Ich habe das kurz vorm Start aktiviert und jetzt ist es wieder voll. Naja, gut. Sobald wir richtig viel Düngerstreuer, Kalk. Hier vorne in der Ecke wäre noch Platz, ne? Oder hinter den Dieseln. Wo ist eigentlich der Punkt eigentlich? Da hinten. Könnte man ja zur Not verschieben. Also den für das Tanken. Ist ja alles ein Punkt. Bloß hier passt da nichts. Einer zwischen. Mit Kalk. Bauen. Silos. Hätten wir die auch drin. Ne? Und die hat recht gute Faltenlager-Mod. Das ist anders, ne? So, Container. Kalkstation. Ich meine, das ist schön groß, ne? Einzig blöd, ich komme da mein Zukaufen hier ran, aber das würde ich eigentlich gar nicht. Da vorne wäre zu. Ja, und so. Würde auch überlappen mit der Station. Oder ich muss halt der Kalk einen extra Punkt nehmen. Möchte ja nicht, dass sie sich stört, ne? Passt schon so. So. Geht ein bisschen mehr rein. Geht ja darum, dass wir hier praktisch automatisch fahren lassen können, ne? Zu eng rangefahren. Ja, nicht wundern, wenn ich jetzt mehrere Tage habe jetzt vor Voraufnahmen für über Ostern und plus die Woche dahinter. Und wenn es klappt, die Woche dahinter auch. Also jetzt die 14 Folgen hochladen, plus die anderen beiden 14 und dann sehe ich weiter. Also damit ich über Ostern nichts machen muss, bin ja nicht da. Darum geht's ja. Trotzdem dürfen die Folgen kommen. YouTube verzeiht das eigentlich nicht mehr. Algorithmusmäßig ist das meistens ungünstig. Grunde können wir hinschicken zum Händler, nochmal Kalk holen. Wir müssen sowieso mehr Ladung haben. Hinschicken. Einkauf. Verkauf nicht. Einkauf. Dann geht das schon. Ich habe so einen kleinen Dieselkanister einkaufen können. Dieselproduktion müsste man aufbauen.
Kiste rein. Und auch noch leer machen. Ja, ein bisschen aufräumen müsste ich auch noch nebenbei. Der LKW müsste weg. Ja, ist auch ein bisschen eng hier. Oder ich verkaufe die Garage und macht also diese große Halle. Und ja. Dann geht er auch. Bäcker muss ich noch haben. Irgendwie einen Bäcker aufstellen. So, gut. Guck mal hier. Den Kalkstreuer, der kann mal auch was am Ohr. Aha. So tief getaucht. Ja, Dünger muss raus und dann da sind die Anhänger. Das man mal was Kies holen und Sand. Weil irgendwann können wir dann auch mit Geld verdienen, ne? Das ist ja auch so, ne? Muss das irgendwie jetzt gelingen, also mir gelingen, dass ich da irgendwie hinschmeiß, ne? einer ist wieder nicht, das ist ja versuchen mal, dass es parallel läuft und so ist ein bisschen. Ja, ist die andere Richtung hingekippt. Natürlich, ne? Also typisch. Ja, muss ich gleich mit starken Bauern machen. Aber erstmal kalt. Tanken brauche ich nicht. Sollte eigentlich in eine andere Richtung gehen. Aber soll nicht. Ja, paar Zentimeter. Aber wie das so ist, ne? Die reichen aus. Rollt er weiter. Ohne Bremse geht weiter. So, auf zum Händler. Nochmal Ladung holen. Den Rest halt, ne? So. Dann nebenbei reparieren gleich. So. Da werden wir gleich mal hier Punkt einzeichnen. Ja, genau. Der Punkt ist da, das ist ungünstig. Da brauche ich einen weitergehen, ne? Also hier vorne. Tanken, ne, also Kalk. Ja. Genau. Hat er geschrieben? Nichts da, ne? Da steht Tankenhof 1. Okay, dann mache ich hier Kalkaufladen Hof 1. Vielleicht habe ich irgendwann einen zweiten Hof und dann ist ganz gut, wenn man es schon dazu stehen hat. Ja. Ja. Hof 1. Das war eben gerade der Gedanke gewesen. So, und dann machen wir hier gleich die Einstellung. Feld 40. Den Punkt können wir so lassen. Und beladen machen wir hier erstmal Standard
Muss man später auf Dings machen hier, ne? Auf Ordner verschieben Richtung. Muss man den Feld gleich mal speichern mit Kalken. So, dann kann man das theoretisch nachher schmecken und machen lassen. Aber erstmal mit dem Kurs vor Ort berechnen. Und irgendwann werden wir auch hier wieder Gras hin dürfen. Leider. Aber hier wollen wir erst mit dem Truck arbeiten, wenn wir den Truck da und dann gehen die Flächen, die alten Grasflächen auch weg. Ist ja auch mal so. Ja, wenn das klappt nicht. Immer gucken, wo ich am besten die Bäcker hinstellen kann. Vielleicht zwei Stück. Kostet ja kein Vermögen. Die müssen halt arbeiten, das ist das Ganze. Ob da auch, weil im Prinzip da, wo ich jetzt, wo das auf ebener Fläche ist, da geht es ganz gut. Also bei Zement klappt das hervorragend. Bei den Nägeln auch, nur hier bei der Mühle nicht. Bei jeder Mühle übrigens. Also dort ist völlig wurscht, wie ich das gesetzt habe. Manchmal ist ja mal, dass man plötzlich geht, ne? Aber da geht's nicht. Mal so tief, kann er nicht fortbewegen. Und auf einer Höhe geht's nicht. Rein theoretisch könnte man die Bodenpunkt etwas höher setzen, das ist aber wie und wo das geht. Also beim Speicher bespült haben. Geht's garantiert, aber ich weiß es nicht, wie es geht. Keine Ahnung. Dazu muss man den Punkt immer finden und dann ist zu viel zu viel Daten zu bezahlen. So, hier hatten wir erst mal gepflügt, da müssen wir noch Steine einsammeln. So, hier vorne berechnen. Mal gucken, wo hier Feld 40 ist. Der Punkt. Ach. Hat hier Holger das so gemacht, dass man mehrere dazu liefern kann? Das ist ja fast perfekt, ne? Ist ja genau daneben. Beziehungsweise. Und der Randkurs passt hier auch nur, da drüben nicht passen. Da muss ich wahrscheinlich anpassen. Geht es ja nur um Wegfahren. Ne? Also da mal gucken. So. 18 Meter. Hat er gut erkannt. Drei Vorgewände. Ein Fahrzeug. Ist er. Und zurück. Dann werden wir gleich mal speichern auf Bereich Kalk. So, da. Düngenwiese. Und dann machen wir einen neuen Ordner. Ne? Kalken. Okay. Und da machen wir jetzt Kurs speichern. Und zwar. Feld 40 und 18 Meter. Ich mache mal dazu. Später ist es egal. Jetzt aktuell wüsste ich nicht, ob da irgendwie noch was anderes geben könnte von der Breite her. Weiß ich jetzt nicht. So, und hier, das wird aktiviert. Dann müsste eigentlich das abholen. Okay, später kann man immer suchen, wo war der gewesen, kann man hier sehen, Feld 40, ne? Also da müsste ich mir normalerweise ein bisschen ein Kleingerät bisschen anpassen, aber das ist auch egal. Ja. Ach, schon scharf eingestellt. Ja gut, solange die Bäume nicht stören. So. So, schon mal, das soll schon vorher gewesen sein. Schon wieder zu Ende. Ja, vielen Dank. Du fleißig reinschauen.
Ja, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönen Rest Ostern und schönen Ostermontag. Dass ich das vergesse. Meistens ist es gefährlich. Tschüss.